Tag, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen für Ihr kurzfristiges Erscheinen. Ich möchte heute quasi in eigener Sache zu den zahlreichen Medienberichten betreffend der angeblichen Affäre zwischen dem Bundesinnenminister und meiner eigenen Person Stellung nehmen. In einer großen überregionalen Tageszeitung, deren Namen ich wohl nicht weiter erwähnen muss, war heute auf der Titelseite zu lesen: Der Pornominister und seine Pressesprecherin. Tabulose Sexspiele im Landhotel. Im weiteren Bericht wird auch an pikanten Details leider nicht gespart. So ist auf Seite 3 zu lesen: Überwachungskameras sollen zeigen, wie Pressesprecherin Gisela Hilbert splitternackt auf Rollschuhen durch das Hotelzimmer fährt, während der Bundesinnenminister nur mit einer Windel bekleidet hinter ihr steht und mit einem Star Wars Laserschwert sexuelle Handlungen an ihr vollzieht. Liebe Pressekollegen, da es hier nicht nur um meinen guten Ruf geht, sondern schlicht und ergreifend auch um die Zukunft von mir, meinem Mann und meinen 3 Kindern, können Sie sich sicher vorstellen, dass mir an der Richtigstellung dieser Verleumdungen sehr gelegen ist. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich habe an besagtem Abend keine Rollschuhe getragen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Scheiße, damit ich die Story wurde fertig.